schöne Gärtnermaniküre ist meine allerliebste Maniküre. Wie findest du es, Niklas? Heiß. 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 Heiß, richtig. Hi und herzlich willkommen hier zurück im Pflanzenorbit. Es gibt endlich ein neues Video. Juhu! Und wir machen heute tatsächlich direkt mal was richtig Spannendes, weil wir sind draußen. Wow. Hier bin ich nicht oft, sieht man auch an meinem Hautton, aber heute sind wir draußen, weil wir wollen was aus unserer Komfortzone rausmachen, direkt als erstes Projekt. Ich bin ja eher so Team Zimmerpflanzen, kenne mich da ganz gut aus. Ich habe gar keine Ahnung. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute halt für beide mal was Neues und das ist was im Bereich Garten und Gemüseanbau und Kräuter. Und dazu haben wir uns dieses schöne Fleckchen Erde hier ausgesucht. Tada! Sieht noch nicht nach viel aus. Aber wir haben noch nicht angefangen. Also offiziell. Offiziell. Wird aber ein wunderschönes Hochbeet, wenn es fertig ist. Und das Coole an diesem Hochbeet ist, dass es im Prinzip ist das so, das ist das Kernstück. Das ist die Kirsche auf dem Hochbeet. Es ist ein Hochbeet mit Hochteich. Hochteich. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und dann auch noch dreieckig. Weil wir sind cool. Ja. Wir dachten uns, wir machen es nicht einfach. Wir machen es schwer. Auf jeden Fall ist jetzt der Plan für heute. Wir haben richtig cooles Holz vom Bauern gestellt bekommen. Es sind nicht wirklich Paletten, es sind eher so Transportkisten, ja. So ganz lange. Und wir haben schon getestet, da steht schon eins. Die müssen auseinandergesägt werden. Und das wird erstmal ein bisschen dauern und dann müssen die lackiert werden, damit die halt auch so ein bisschen den Wetter standhalten. Und ich vermute fast, dass wir nicht mehr schaffen werden. Ich glaube auch. Komisch, wie kommst du denn da drauf? Zeitblende. Okidoki. Ja, aber... Ja. Aber zu viel zu Anne. Aber das ist das Mikrofon runtergeworfen. Hallo Sarah vom ersten Tag, hier ist Sarah vom letzten Tag. Uns ist gerade aufgefallen, dass es vielleicht ganz schlau wäre zu sagen an dieser Stelle, wir sind keine Profis für Hochbeets. Falls es euch nicht auffällt innerhalb dieses Videos, wir haben das noch nie gemacht. Wir haben nicht so viel Plan davon, wir haben da einfach mega Bock drauf. Deswegen, das hier ist weniger eine Anleitung als einfach ein cooles, wir bauen jetzt was. Wir bauen jetzt was und genau das machen wir jetzt. Nachdem wir jetzt einen wunderschönen großen Stapel Holz zurechtgeschnitten haben, der hoffentlich reicht, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich müssen wir noch ein bisschen mehr sägen, aber wir bilden uns ein, dass er reicht, ist jetzt unser nächster Plan, einmal hier rüber zu gehen und zu schauen, ja, wie viel haben wir schon, wie viel brauchen wir eigentlich und den Platz ein bisschen vorzubereiten. Und das machen wir jetzt, ich gehe jetzt Steine schleppen. Wir benötigen Steine. So, das wäre vom Prinzip unsere Form. Dann haben wir hier vorne genug Bereich, wo wir schön arbeiten können. Und hier hinten, das haben wir mit eingeplant, da ist so eine Ecke. Da wird man so mit den Armen nicht drankommen. Da werden wir so ein bisschen wahrscheinlich was Passendes zum Teich anpflanzen. Da schauen wir nochmal, was uns einfällt. So, wir sind zurück mit Tag 2. Tag 2 ist nicht direkt nach Tag 1. Ich hoffe, euch hat die kleine Reise in die Vergangenheit, in den März, gefallen. Mittlerweile sind wir Ende Mai und wir machen jetzt endlich weiter. Ich weiß gar nicht, warum sich das so verzögert hat. Auf jeden Fall sieht man, hier sind welche von den Brettern, die wir geschnitten und lackiert haben. Und da haben wir schon mal so ein bisschen getestet, wie das Ganze dann aussehen könnte. Uns ist dann auch aufgefallen, dass uns noch ein bisschen was fehlt. Wir haben noch ein paar Pfeiler gekauft, also Ausflüge in den Baumarkt hatten wir erstmal genug. Und jetzt ist der Plan, wir haben noch 4 Bretter, die noch gestrichen werden müssen. Außerdem wird jetzt diese Fläche hier, wo jetzt schon ganz viel gewachsen ist, einmal ausgehoben, dass das halt einmal alles schön glatt ist und alles schön tief ist. Das darf der Niklas machen, das hört sich nämlich richtig anstrengend an. Und dann werden wir die Pfeiler angraben und dann hoffentlich die Bretter montieren. Das ist so der Plan. Außerdem, falls wir das heute noch schaffen, werden wir ein Netz, lustiges Metall, Draht, Gedönse
in das Hochbeet einräumen, damit keine Mäuse von unten reinwühlen und da die Schichtung machen. Da bin ich schon ganz gespannt. Die Schichtung? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Sarah fährt die Hakengeschütze auf. Das ist mein Vorschlaghammer. Ich nenne ihn Linda. 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 Könnte auch der Glöckner von Notre Dame sein und so eine riesige Glocke läuten. Ding, 12 Uhr mittags. Wir benötigen Holz. Wir benötigen mehr Holz. So, wir machen jetzt Feierabend. Ich bin platt. Niklas ist noch nicht platt, aber der ist es ja auch gewohnt, den ganzen Tag zu arbeiten. Ich ja nicht. Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Okay. Nee, da schneidest du schon rein. Das fand ich schon gut, dass das jetzt hier auch mal so ein bisschen Plattform bekommt, wie das hier läuft. Niklas kann noch weiterarbeiten, macht er aber glaube ich nicht. Deswegen zeige ich euch jetzt das vorläufige Endergebnis von Tag 2 und erzähle so ein bisschen das, was wir vielleicht nicht geschafft haben zu filmen. Also, wir haben die Pfeiler in den Boden gedonnert mit dem Vorschlaghammer. Das haben wir sogar gefilmt. Und dann haben wir die Bretter da dran geschraubt, rundherum. Und weil uns das dann noch so ein bisschen zu wabbelig war, haben wir dann noch solche Querstreben gemacht. Ich meine, das ist hier alles ein bisschen Fusch am Bau. Was macht man da jetzt für eine handwerkliche Lösung? Fuschen. Deswegen war das nicht schlimm. Wir hatten noch Holz über und haben das einfach noch quer und diagonal und ein paar Längsstreben. Haben wir alles dran gemacht. Ist jetzt stabiler auf jeden Fall. Und uns gefällt es jetzt richtig gut. Außerdem haben wir angefangen, da einen schönen Draht reinzulegen gegen die Wühlmäuse, so ein Hochbeetdraht. Und haben uns irgendwie komplett verkauft. Ich kann euch mal kurz was zeigen. Das ist unser letztes Stück. Aber wir haben vielleicht, ja, was meinst du, so ein Viertel vom Hochbeet gemacht? Vielleicht ein Drittel. Auf jeden Fall müssen wir da noch mal neuen kaufen in der nächsten Woche. Und deswegen, das ist auch ein ganz netter Punkt, um jetzt aufzuhören. Wochenende! Ich will euch kaufen! Hallo und herzlich willkommen an Tag 3 des Hochbeetbaus. Ich liege hier in Muttererde, die hat uns der Bauer netterweise schon hier aufgeschüttet. Und die soll gleich ins Hochbeet als eine der Schichten. Allerdings muss vorher die Noppenfolie dran. Und das machen wir jetzt auch einfach als erstes. Wir müssen ja auch irgendwann mal fertig werden, ne? Ich habe fertig. Das ist alles gar kein Problem, ich schwöre. Da ist eine große Spinne dran. Na okay, groß. Warte, ein bisschen. That's pretty average. Das ist so prickelnd. Achso, der Müll bleibt übrigens in der Natur hier auch einfach liegen. Das ist unser Beitrag. Ja, das ist polnisch. Toll, kann ich nicht. Hier haben wir jetzt unsere schöne Noppenfolie, die wir für das Hochbeet verwenden werden. Normalerweise kann man die ganz gut im Baumarkt kaufen, wenn die halt so für Hochbeet generell Sachen haben. Wir wohnen hier ein bisschen ländlicher, da ist das manchmal ein bisschen schwierig, zumal wir außerhalb der Saison angefangen haben, für das Hochbeet einzukaufen. Deswegen haben wir die jetzt tatsächlich aus dem Internet. Ich würde euch gerne vorlesen, was da drauf steht. Allerdings ist es auf Polnisch, Russisch und Ukrainisch. Verstehe ich leider nicht. Trotzdem kann ich dazu sagen, dass wir speziell darauf geachtet haben, dass keine Weichmacher in der Folie sind. Es gibt halt diese Folie auch einfach als Baufolie, die ist dann aber meistens nicht geeignet für Hochbeete, weil dann halt, wie gesagt, diese speziellen Weichmacher drin sind. Und je länger die Folie dann im Beet ist, desto mehr gibt die halt an die Erde ab. Und da wir hier vor allen Dingen Essen anbauen wollen, ist das natürlich nicht so schön. Deswegen achtet da auf jeden Fall drauf. Soweit Niklas das geguckt hat, sollte das bei dieser Folie allerdings nicht der Fall sein. Und dementsprechend ist die dann sicher für die Benutzung hier in unserem Hochbeet. Den Link findet ihr auch unten, wenn ihr gucken wollt. Aber wie gesagt, Amazon hat da eigentlich ganz, ganz, ganz viel Auswahl. Da ist noch Klebeband drum. Das geht gut. Ich sollte mehr dicke tackern. War doch gar nicht so schwer. Das hier übrigens eine ganz klassische Fuschertaktik. Oben wird man sehen, also machen wir das oben schön.
Unten wird man nicht sehen, also ist das okay, wenn das da nicht so schön ist. Denn nur sichtbare Dinge sind wichtige Dinge. Jetzt, wo wir es geschafft haben, unsere Folie am Hochbeet anzubringen, kommt endlich dieser magische Moment. Wir beföhnen das Ding. Als unterste Schicht wollen wir eine Drainageschicht bauen. Die besteht in der Regel aus Grünschnitt. Das heißt, allerhand Äste und sowas kommt da rein, was halt gerade so im Garten anfällt. Und wir haben hier so ein kleines Problem noch vor unserem Hochbeet. Nämlich dieser Busch hier. Der kommt jedes Jahr aufs Neue wieder. Also das, auch was hier so hochgewachsen ist, ist jetzt alles in den letzten 2 Wochen gewachsen. Und wird jedes Jahr auch wieder zurückgeschnitten. So auch dieses Jahr natürlich, damit uns das nicht so viel Licht vom Hochbeet wegnimmt. Und ja, eignet sich dann perfekt für unsere Drainageschicht. Deshalb lege ich jetzt mal los und reiß ab. Wir sind jetzt zufrieden mit unserer Drainageschicht, die wir unten reingepackt haben. Und als nächstes geht es jetzt daran, diesen Mutterboden hier mit da reinzupacken. Hat den ganz einfachen Hintergrund, das Ding ist ordentlich groß. Und wenn wir das Ganze mit Erde aus dem Baumarkt machen, dann müssen wir das Security aufstellen, damit es nicht geklaut wird. Und deswegen geht es jetzt ans Schaufeln. Und auch wenn Niklas sagt, dass ich jetzt schon fertig aussehe, werde ich gleich noch fertiger aussehen. Ich glaube ja selbst nicht, dass ich das sage. Aber vermutlich ist heute der letzte Tag unseres Hochbeetsbaus. Endlich! Ich liebe dieses Hochbeet, aber ich bin wirklich fertig damit. Wir haben auch mittlerweile Juni. Es wird wirklich Zeit, dass da Pflanzen reinkommen, damit wir dieses Jahr noch was ernten können. Vielleicht haben wir uns da zeitlich ein bisschen verschätzt. Vielleicht. Aber egal, wir fangen jetzt heute einfach an. Und zwar geht es heute um diese wunderbaren Säcke hier. Und zwar haben wir jetzt den Mutterboden komplett aufgefüllt, das ist fertig. Und jetzt geht es daran, die eigentliche Füllung reinzumachen. Da sieht man auch hier, wir haben 3 verschiedene Säcke. Das ist nämlich einmal Grundfüllung, die zeige ich euch gleich. Dann Kompost und dann die eigentliche, ja, wie nennt man diese letzte Schicht, einfach Erdfüllung. Deswegen, das wird jetzt heute unsere Aufgabe sein und dann können tatsächlich die ersten Pflanzen rein. Dann werden noch ein paar Samen ins Beet geworfen und dann kommt noch ein Vogelschutznetz drüber. Und dann sollte das Ganze in ein paar Wochen hoffentlich erste Früchte tragen. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Als allererstes zeige ich euch jetzt einmal, was noch hinter der Kamera passiert ist. Das letzte Mal habt ihr uns, glaube ich, ziemlich elendig schaufeln sehen. Damit sind wir jetzt aber fertig. Deswegen, so sieht das Hochbeet jetzt aus. Es ist gefüllt und es sind auch schon wieder ein paar Blätter reingefallen. Das macht aber nichts. Wir zählen das jetzt einfach mal als Kompostschicht. Und jetzt geht es daran, erstmal zu zeigen, welche Füllung wir für das Hochbeet haben. Womit wir jetzt arbeiten, sind diese 3 Säcke hier. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben hier eine Grundfüllung, Kompost und eine Erde. Die beiden Sachen hier sind aus der Hochbeetreihe von Floragard und dann haben wir hier die klassische Erde für Gewächshaus und Hochbeet auch von Floragard. Und an dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz dick bedanken, denn ohne Floragard wäre dieses Video tatsächlich nicht möglich gewesen. Wir haben mit denen über dieses Projekt bei der letzten GardenCon gesprochen, wo wir eingeladen waren. Und ja, die haben sich entschieden, das zu fördern und haben uns diese wunderbare Erde hier gestellt, mit der wir heute arbeiten werden. Deswegen vielen Dank für den Support. Und jetzt werde ich euch zeigen, was wir hier haben. Wie gesagt, als erstes haben wir eine Grundfüllung. Die besteht aus naturreinem heimischen Nadelholz und sieht wie folgt aus, wenn ich das aufgeschnitten bekomme. Sieht im Prinzip aus wie so klassischer Rindenmulch. Und das wird unsere Drainageschicht, die wir hier in das Hochbeet geben werden. Wir haben ja schon diese Stöcke reingemacht und Äste und auch hier diesen Mutterboden. Aber das sorgt halt noch mal ein bisschen besser dafür, dass die Erde luftig bleibt und dass dann das Wasser auch perfekt abfließen kann. Hinter Sack 2 verbirgt sich unsere Kompostschicht. Die bietet den Pflanzen einfach alle wichtigen Nährstoffe, die sie brauchen, um schön zu wachsen und vor allen Dingen auch sehr ertragreich zu sein. Die ist jetzt 100% torffrei und aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, was natürlich immer eine schöne Sache ist. Und sie belebt die Bodenaktivität und sieht wie Feuerspor, das war smooth. Im Prinzip einfach eine sehr, sehr dunkle Erde. Riecht nach Dreck, soll so sein. Und ja, die kommt dann als 2. Schicht drauf, bevor dann die letzte Schicht drauf geht, zu der wir jetzt kommen. Kommen wir zum letzten Sack, der sollte allen eigentlich relativ bekannt sein. Ich mache den direkt mal auf. Das ist
klassische Gartenerde, wie wir sie auch normal für unsere Balkonpflanzen, für unseren normalen Garten verwenden würden. Die ist von der Rezeptur halt ein bisschen darauf angepasst, dass die für Hochbeete ideal ist. Ist schon vorgedüngt mit einem Biodünger und ja, ist ganz luftig. Die ist richtig kuschelig. Die finde ich gut. Genau, das wird unsere letzte Schicht. Da werden dann letztlich halt hauptsächlich die Pflanzen erstmal oben eingepflanzt werden. Bin sehr gespannt, wie das gleich aussieht. Ich würde sagen, ran an die Schippe. Die Erde ist gelandet. Also tatsächlich ist jetzt die ganze Erde im Beet drin, ihr habt es gerade gesehen. Und was ihr vielleicht auch gesehen habt, ist, dass wir diese Folienstücke, die wir zugeschnitten hatten, wieder entfernt haben. Einfach gegebenenfalls haben wir uns minimal mit der Erdmenge verschätzt. Das ist aber auch ein riesiges Teil. Und deswegen war das gar nicht nötig, weil wir den Rand von dem Teich gar nicht überschritten haben. Und dann sieht es einfach besser aus, wenn die Folie da nicht ist. Stattdessen haben wir dann nur die Steine da drum gemacht und ich finde, das sieht richtig schön aus. Generell, vielleicht hier kurz der Hinweis für alle, die aufgepasst haben, unsere Erdschichten sind vielleicht nicht ganz jeweils 20 bis 40 cm. Wie gesagt, wir machen das erste Mal, es ist ein riesiges Projekt und wir haben uns einfach ein bisschen vertan. Aber wir haben uns jetzt gerade besprochen, wir werden es einfach so lassen, aus dem Grund, dass wir darunter ja noch diese ganze Schicht mit dem Ackerboden haben, die ja auch noch da ist, wo die Pflanzen ja auch noch reinwachsen können und dementsprechend ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn ihr ein Hochbeet baut, solltet ihr darauf achten, dass ihr so jede Schicht so 25 bis 40 cm hoch macht. Wir lassen es jetzt so und ich bin eigentlich an sich ziemlich zufrieden. Das Einzige, was doof ist, wir können jetzt nicht weitermachen, weil der Pool soll ja, der Teich soll ja auch noch bepflanzt werden. Und dazu müssen wir halt, wie wir das eben auch gemacht haben, immer wieder ins Beet steigen. Ist natürlich doof, wenn wir das bepflanzen und dann auf unsere neu gepflanzten Pflanzen trompeln. Deswegen müssen wir jetzt warten, bis der Bauer mit dem, wie heißt das? Wasserfass. Mit dem Wasserfass kommt und uns da Wasser reintut und wir das pflanzen können. Und wenn das dann fertig ist, können wir anfangen, hier was zu pflanzen. Eventuell machen wir gleich schon mal so eine Ecke fürs Feeling, je nachdem, ob der heute Zeit hat oder nicht. Niklas traut sich heute leider nicht vor die Kamera, aber ich habe ja auch das schöne Spandau-T-Shirt an, deswegen ja, mache ich das heute. Wir haben jetzt den Teich fertig gebaut, man kann es sehen, und sind ein bisschen die Steine weggeschwommen. Wir haben nämlich das Ganze ordentlich geflutet. Das musste aber auch sein, ihr habt es in dem Schaufelvideo gesehen, da war der Boden, den wir da reingeschüppt haben, schon ziemlich trocken. Und es ist jetzt in den letzten zwei Wochen auch nicht besser geworden. Deswegen, da musste jetzt einmal ordentlich Wasser rein, damit da auch wirklich Feuchtigkeit in dem Hochbeet ist. Das ist jetzt aber erledigt und das heißt, wir haben noch 3 Stunden, bis Spandau gegen Big spielt. Es wird Zeit, das Ganze zu bepflanzen. Aber nicht mehr heute. Das Bepflanzen seht ihr im nächsten Video, würde ja sonst auch viel zu lang werden. Bis dahin findet ihr rechts im Bild ein paar Videoempfehlungen.